Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Parabel, der Fluch des Froschkönigs. Wir hatten das letzte Mal unser Inventar sehr verkleinert, haben jetzt die Pflanzentranksammlung vollständig, den uralten Stab und den Verwandlungsschlüssel. Ich hatte mich das letzte Mal zuerst dafür entschieden, die Pflanzentranksammlung zu beenden, in der Hoffnung, dass das geht und wir jetzt nicht auch plötzlich irgendwas dafür brauchen. Deswegen mache ich das am besten auch gleich mal. So, hier haben wir die verschiedenen Tränke. Haben wir einen Hinweis? Auf der Notiz steht, ordne die Tränke richtig an und ziehe dann an dem linken Hebel. Korrekt platzierte Tränke leuchten auf. Okay, wir probieren es einfach mal wahllos aus, weil wir haben absolut keinen Hinweis gekriegt, wo es nun hinkommt. Wir ziehen am Hebel. Ah, die beiden sind richtig. Sie leuchten nämlich an den Zahlen auf. Dann probieren wir es mal so rum. Und wieder zwei. Und natürlich auch die letzten jetzt. Und damit ist der Trank fertig, würde ich sagen. Oh, ist ja hübsch. Ich finde die Gläser toll gemacht. Fluchbrecher. Hatte sie nicht in der letzten... Stand nicht in einem Buch, dass sie keinen herstellen kann? Ja. Egal. So, als nächstes hatten wir den Verwandlungsschlüssel. Den brauchen wir nämlich hier. So, ich musste gerade mal schnell den Timer einstellen. Verwandlungsschlüssel. Einmal rein und der Apparat wird mit einem Stab geöffnet. Ich glaube, eine Art Stab würde genau hineinpassen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, das ist bald zu Ende. Ich glaube, so lang wird die Folge jetzt gar nicht. Ich glaube, das wird jetzt bloß noch so zum Abschluss vielleicht 5 Minuten, 6 Minuten, wenn ich mir ganz viel Zeit lasse. Nachdem ich den uralten Stab in den Apparat gesteckt hatte, leuchtete er auf. Mir fehlt noch eine weitere Zutat. Das ist der Trank. Wir haben nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Also mal ganz ehrlich, ich bin gerade echt versucht, einfach die Wimmelbildspiele, die Chamäleon-Objekte noch zu suchen. Weil es heißt, weil wir haben ja gerade mal, oh, ich glaube, das kann man gar nicht einsehen, wie viel ich habe. Oh, hier oben die Glocke. Ich habe gerade noch eins gefunden. Ich habe gerade davon geredet, ne? 12 von 20 haben wir. Das heißt, es fehlen noch 8. Ich bin jetzt auch gerade, weil, wie gesagt, ich will die Folge wenigstens, dass sie 10 Minuten lang wird. Hier war es das Bild. Werde ich jetzt einfach mal die Räume abgehen und nochmal suchen. Hier war es die Kerze. Hier waren es die Schuhe. Ja, hier war es die Laterne, das weiß ich noch. Hier hat man ja gerade die Glocke gefunden. Hier habe ich bisher noch keins gefunden gehabt. Aber ich glaube, hier gab es auch keins. Naja, rote Äpfel, köstlich. Weil... Der Zwerg ist es ja auch nicht. Vielleicht finde ich ja hier etwas. Aber ich bin auch mal ganz ehrlich. Ein schreckliches Gesicht im Spiegel scheint mir etwas mitteilen zu wollen. Was will uns die werte Dame denn mitteilen? Wobei Schneewittchen. Ach, ganz kurz. Ich habe bei Dark Parabel, bei allen Spielen ist mir aufgefallen, dass es einen Hinweis darauf gibt, welches das nächste Spiel sein könnte. Da ich es ja nun nicht sicher weiß. Aber, wie gesagt, Prinzessin Efeu hatte uns ja gedankt, dass wir ihrer Schwester geholfen hatten. Ich glaube, das war Dornröschen. Bei Dornröschen gab es einen Hinweis auf den Froschkönig, wenn ich mich nicht ganz irre. Also ich habe das Spiel jetzt noch nicht gespielt, nachdem Prinzessin Efeu uns gedankt hatte, um das Ganze zu überprüfen. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob meine Theorie stimmt. Aber kann es sein, dass ein Schneewittchenteil als nächstes kommt? Oder Schneekönigin? Das sieht ja, weil das Gesicht, nochmal ganz kurz hinlaufen, weil das Gesicht sieht ja wirklich ein wenig düster aus. Aber den können wir da jetzt nicht drauf gießen, ne? Nein, leider nicht. Ja, ich hatte ein wenig Hoffnung. Wie gesagt, es gibt etwas, womit du nichts machen kannst. In allen Dark Parabel spielen. In einem Spiel zum Beispiel steht eine Kutsche rum. Eine Kutsche. Eine wunderschön designte Kutsche. Und du kannst nichts damit machen, aber es kommt Text. Und das war übrigens das erste Spiel, was ich gespielt hatte mit der Kutsche. Da war das nächste Chamäleon-Objekt. Hier hatten wir nämlich noch keins. Jetzt haben wir schon 13. Ja, ich suche das jetzt wirklich ab, weil ich will das ein bisschen reden noch, den Part noch ein bisschen verlängern. Weil ein 5-Minuten-Part bringt, glaube ich, nicht so ganz am Ende noch reinzusetzen. Ja, hier unten haben wir aber jetzt, glaube ich, nichts. Also ich sehe jetzt nichts.
Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe dieses Spiel, wo man diese Kutsche findet, als erstes gespielt und mir fiel auf, du kannst mit der Kutsche nichts machen, aber du kannst sie anklicken. Warum steht sie also da? Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, bin halt bei Big Fish gelandet, bei der Internetseite und habe herausgefunden, dass es halt mehrere Spiele gibt. Auf 8 komme ich jetzt im Moment. Also ich habe 8 Spiele von Dark Parables. Und ja, wenn ihr Interesse habt, also wenn ihr möchtet, dass ich sie alle spiele nacheinander, den ersten Teil werde ich ja jetzt hier hinten dran setzen, da ich ja nur mit dem zweiten vorausgegriffen habe. Was ich ehrlich gesagt etwas doof finde, aber es lässt sich leider, glaube ich, nicht ändern. So, hier hatten wir den Kristall, hier war es das. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, dass ich das andere alles auch noch spiele, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare. Das wird jetzt eine reine. Ja, ich erzähle jetzt einfach nur wahllos hier ein bisschen was. Weil, wie gesagt, ich suche jetzt einfach Chamäleon-Objekte. Einfach, weil ich wenigstens ein paar mehr haben möchte. Ich habe den Tipp ja nun gar nicht gebraucht im Spiel. Wo ich sehr stolz drauf bin, wenn man mal von der Karte absieht. Das ist ein bisschen gemein gemacht. Klar, man braucht immer schön Hinweise, wo man immer wieder hinkommt und hin muss und alles. Aber ja, die Frösche sehen trotzdem gruselig aus. Es ist halt auch ein bisschen doof. Weil, wenn man dann. Hier haben wir noch ein Chamäleon-Objekt. Yeah, wir sind bei 14 angekommen. Es fehlen nur noch 6. Weil es ist schon ein bisschen doof. Wenn man wirklich alles ganz ohne Hinweise und Tipps spielen will, darf man auch überhaupt nicht in die Karte gucken, weil man nicht weiß, welches Glitzer nun für was steht. Und ja, ich stehe jetzt einfach hier ein bisschen rum. Vielleicht sehe ich gerade nämlich ein Chamäleon-Objekt. Aber ich glaube, hier finden wir auch keins. Hier war, glaube ich, auch keins. Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade, aber hier waren die Frösche. Deswegen glaube ich, dass hier keins war. Also gehen wir mal wieder. Ich würde mal ins Haus gucken gehen. Am Haus vielleicht auch. Lampe. Sind ja viele Lampen bisher gewesen. Hier hatten wir, glaube ich, schon ein Chamäleon-Objekt, oder? Ja, hier hat jemand nicht aufgeräumt. Die müssen wir nachher auch noch retten. Das ist ja dann bestimmt das absolute Ende. Ich weiß es nicht. Aber wir haben, wie gesagt, auch keine Wimmelbildszenen im Moment. Und ich mag eigentlich schon gern erstmal noch schnell ein bisschen diese Chamäleon-Objekte finden. Ich finde das irgendwie voll cool, nämlich danach auch noch zu suchen. Weil dafür kriegst du ja gar keine Hinweise. Oh, hier haben wir auch keins auf den ersten Blick. Ein bisschen genau umgucken. Ich darf halt nicht immer nur wahllos rumklicken, ich muss halt auch wirklich gucken. Jedenfalls, Dornröschen werde ich hier danach spielen. Weil es ja nun eigentlich der erste Teil ist. Ich hoffe, dass ich mich nicht ver. Ich glaube, das war Dornröschen. Und ich bin auf diese Spiele, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich auf diese Spiele gekommen, weil mir eine Freundin eine Wimmelbild-CD geschenkt hat für einen Computer. Sie dachte halt, ich habe mich gelangweilt zu der Zeit. Und da dachte sie, sie tut mir was Gutes und schenkt mir halt ein Computerspiel. Sie wusste ja, dass ich gerne Wimmelbild-Spiele spiele. Und ja, dass sie mich so fesselt, hätte sie nicht gedacht. Hätte ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Reihe so fesseln kann. Aber ich mag halt Märchen. Da hatten wir noch. Oh, das war noch eins cool. Jetzt sind wir schon bei 15. Es ist halt wirklich, ich wimmel gerne und ich liebe Märchen. Und ich finde das auch sehr toll, wie die hier erzählt sind, die Geschichten. So von wegen, ja, im Schwarzwald der Froschkönig halt eben, wie jetzt hier. Finde ich wirklich toll gemacht. Vielleicht die Bürste? Die Bürste, der Schuh? Leiter, Tuch? Wenn ihr übrigens noch irgendwelche Chamäleon-Objekte seht, die ich jetzt eiskalt übergucke, dann schreibt mir das doch bitte auch in die Kommentare. Um anderen, die das ebenfalls spielen, halt auch zu helfen. Hier hatten wir es schon, wenn ich mich nicht irre. Damit sind wir hier auch durch. Naja, wir sind immerhin ein bisschen weitergekommen. Wir haben drei oder vier jetzt noch gefunden. Das freut mich. Aber ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen gehe ich jetzt doch mal weiter. So, dann machen wir hier jetzt den Fluchbrecher drauf. Und ich glaube, damit haben wir jetzt diesen Stab aktiviert, oder? Oh. Dein Treiben habe ich lang genug geduldet. Ich werde dem nun ein Ende setzen. Ich bin es, Liebster. Bitte, lass los.
Meine Liebste, jeden Tag sehne ich mich danach, mit dir vereint zu sein. Doch wie? Ich weiß es nicht. Doch ich halte zu dir, im Leben wie im Tod. Mein Fluch heißt Unsterblichkeit. Zu sehen, wie meine Liebsten sterben. Du hältst nun den Stab der Unsterblichkeit in Händen. Bitte, erlöse mich von meiner Qual. Okay, jetzt haben wir den uralten Stab zum Stab der Unsterblichkeit gemacht. Muss ich ihn jetzt erschlagen? Oh, bitte nicht. Das wäre ja nicht gerade freundlich. Der Geist der Prinzessin steht neben dem Froschkönig und um den Fluch zu brechen, muss ich den Stab der Unsterblichkeit auf den König anwenden. Aber hau ihn nicht. Das kann ganz schön wehtun. Oh, das ist ja nur ein kleiner Stab. Wir werden zusammen sein, für immer und ewig. Der Fluch ist gebrochen. Alle Frösche haben wieder Menschengestalt angenommen. Nimm das Medaillon des Königs und befreie die Tochter des Kanzlers. Danke und lebe wohl. Oh, süß, ein Happy End, aber... Oh, ihr habt es bestimmt auch schon gesehen. Der arme Frosch. Der Froschkönig hat seinen Frieden gefunden. Im Tode hat er an Prinzessin Efeus Seite endlich das ewige Glück gefunden. Ja, es mag ja schön und gut sein, aber es ist irgendwie voll traurig. Der arme Frosch. Und jetzt wird das hier unten alles so verkümmern und zuwuchern und keiner wird sich mehr daran erinnern. Außer uns, bis wir sterben. Aber gut, wir haben ja das Tagebuch geschrieben, ne? Wir werden... der Nachwelt davon berichten. Und der arme Dieb wird bitte auch endlich ein würdiges Grab bekommen. So, der Stab und... Der Stab der Unsterblichkeit... Entschuldigung. Ich kann gerade nicht lesen. So, der Stab der Unsterblichkeit brach den Fluch des Froschkönigs und machte ihn wieder sterblich. Ich schaue auf seinen reglosen Körper und mich überkommt Mitleid, ob seiner vielen Jahre des Leidens. Nun muss ich auch Marie retten, bevor es zu spät ist. Das ist doof mit dem Überkleben hier. Es lässt sich etwas schwer lesen. Ja, also ich finde es doch sehr traurig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich, wie gesagt, ich mag Frösche nicht. Diesen Frosch fand ich süß. Aber ich habe ja schon, glaube ich, in der letzten Folge oder in der davor. Ich weiß es gerade nicht. Es sind schon 2 Tage seit der letzten Aufnahme vergangen. Habe ich ja davon erzählt, dass ich keine Frösche mag und dass man halt unterscheiden muss. Na gut, dann gehen wir jetzt... nackige Menschen. Ja, doch, okay, das ist lustig. Der Leibwächter ist auch darin eingeschlossen. Er schlägt verzweifelt gegen das Glas. Marie ist in diesem Trank gefangen. Ich muss ihn öffnen, bevor sie ertrinkt. Ja, aber es ist doch genug Luft. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich die jetzt rauslasse, sind die dann wirklich nackig? Es sieht nämlich sehr danach aus, aber gut. Auf! Na toll. Wir haben noch ein Rätsel. Okay. Bringe jedes Symbol an die Stelle, an der sich seine Farbe und Form überschneiden. Oh nein, oder? Oh, Leute. Ich hasse diese Spiele. Ja, ich hasse diese Spiele wirklich. So rund muss alles darüber. Ach toll, auch noch so. Na toll, das war jetzt natürlich falsch. Nein, wieder falsch rum. Ach Mensch. Das ist doch zum Mäusemelken, wie ich so schön sage. So, jetzt aber... So, das haben wir. Endlich, die Runden sind an ihrem Fleck.
Toll. Das ist trotzdem zum Verzweifeln für mich selber. Ja, und doch, wir haben es geschafft. Und ja, ich habe es geschafft. Und sie waren nackig. Mir wird wärmer. Vielen Dank für die Decke. Bevor du uns rettetest, erschien eine Frau in Weiß. Ich sah direkt in ihre Augen und ihr Blick war so kalt wie Eis. Sie halluzinierte von einem Schneefallkönigreich und dem Ende der Welt. Ich weiß nicht, was sie meinte und ich will es auch nicht wissen. Bitte bring mich einfach nach Hause. You've rescued the Chancellor's daughter and ended the Prince's curse. However, a greater evil looms upon the fabled Snowfall Kingdom. It won't be long until your next investigation takes you to the high mountains from which no fairy tale detective has returned. So, und damit haben wir Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs, beendet. Ja, und da habt ihr es schon mitgekriegt. Es geht also demnächst um die Schneekönigin im dritten Teil. Und dann war das im Spiegel wirklich die Schneekönigin, die wir gesehen haben. Ich hatte ja nun schon erwähnt, dass es immer schön Hinweise gibt auf das nächste Spiel. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das mit der Schneekönigin war das erste. Das war eins von den beiden Spielen, die mit auf der CD waren. Und wie gesagt, die haben dort vom Froschkönig erzählt und. Deswegen, ich dachte, es wäre das der erste Teil, aber ich erinnerte mich nicht mehr daran, dass Prinzessin Efeu uns dankte. Weswegen ich halt, wie gesagt, irrtümlicherweise dies als erstes Spiel bezeichnete. Ja, jetzt sind wir damit fertig. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja auch leider nun keine Sammeledition. Weil, ganz ehrlich, ein neues, schwieriges Abenteuer ist verfügbar. Du erhältst die goldene Krone. Die goldene Krone? Die goldene Krone? Müssen wir dafür nochmal ins Spiel? Weil die goldene Krone ist doch eigentlich, hatten wir ja gesehen, bei der einen Tür war ja ein Frosch, dem fehlte eine Krone. Müssen wir die da einsetzen? Das hieße ja noch einmal spielen. Das werde ich nicht. Ich weiß, ihr seid schrecklich neugierig. Aber dann empfehle ich euch, ihr müsst euch das Spiel selber holen. Denn noch einmal spielen auf dem Expertenmodus? Ich weiß es nicht. Eventuell werde ich noch einen 5-Minuten-Part hinten dranhängen, nur um euch zu zeigen, was hinter dieser Tür ist. Ich weiß es, wie gesagt, noch nicht, ob ich das tun werde. Weil erstmal werde ich mir jetzt, wie gesagt, Dornröschen schnappen. Das Dark Parables Spiel Nummer 1. Damit ihr auch wisst, was davor passiert ist und wofür sich die Prinzessin Efeu denn bedankt hat. Wobei ich es sehr, sehr, sehr schön finde, dass man das so alles miteinander kombinierte. Dornröschen, der Froschkönig, die kleine Meerjungfrau hatten wir gesehen, Aschenputtel, Schneewittchen und die Schwanenprinzessin. Genau, die durfte ich jetzt nicht vergessen. Hätte ich beinahe. Ja, und somit ist dieses Let's Play auch schon beendet. Ich hätte eigentlich gedacht, es ginge schneller, aber ich muss ja auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe einige Parts wirklich in Überlänge gemacht. Ich wollte sie schlicht und ergreifend nur 15 Minuten machen, da ich wusste, dass die Dark Parables Spiele schon etwas kürzer sind, weil ich eben auch nicht die Sammel-Editions habe, wie es sie bei Big Fish gibt. Ja, ich weiß, Leute, Schleichwerbung. Aber wenn ihr Interesse habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Und ja, ich mache noch einmal Schleichwerbung. Ich habe auf Facebook eine Seite eingerichtet, extra zu meinem YouTube-Account. Auf dieser Facebook-Seite werde ich Umfragen starten. Immer kurz vorm Ende eines Let's Plays. Damit ich weiß, was ich als nächstes aufnehmen kann oder was ihr eventuell möchtet, dass ich als nächstes aufnehme. Es gibt nur eine kleine Bedingung bei diesen Umfragen und bei euren Spielvorschlägen. Die Spiele dürfen bitte nicht utopisch teuer sein. Denn, mal ganz ehrlich, ich habe leider nicht das Geld, um mir jetzt 2 Spiele für 50 Euro zu holen.
Das hat, glaube ich, haben die wenigsten meiner Meinung nach. Deswegen, wenn ihr mir Spiele vorschlagt, ich habe übrigens auch Steam, deswegen könnt ihr mir auch Spiele dort drüber vorschlagen. Also freue ich mich auf eure Vorschläge. Eventuell sehen wir uns ja dementsprechend im nächsten Let's Play wieder. Und dann sage ich jetzt erst einmal ciao und bis zum nächsten Mal.